440.000 Euro ist er wert und ganze 12,5 Kilo schwer. Der Goldbarren zum Anfassen. Er ist sicher das Highlight des neuen Geldmuseums der Bundesbank in Frankfurt. Die Ausstellung ist in 4 Themenbereiche aufgeteilt, die durch interaktive Stationen über Geld, seine Geschichte und die Aufgabe der Zentralbank aufklären sollen. Wir haben vom Gesetzgeber den Auftrag für den baren und unbaren Zahlungsverkehr erhalten. Und das heißt, jeder Geldschein, jede Münze, jede Kontobewegung hat mit der Deutschen Bundesbank zu tun. Insofern sind wir zentral für das Funktionieren unseres Staates. Und das wollen wir den Bürgern auch erklären. Denn viele Bürger, alle, haben mit Geld zu tun. Und jeder hat das Gefühl, er weiß zu wenig. Und hier wollen wir Informationslücken schließen. Sie werden immer wieder mit Situationen konfrontiert, die Sie auch erleben, beispielsweise einer Situation im Supermarkt. Und anhand dieser praktischen Beispiele wollen wir dann die Themen rund um die Geldpolitik erklären. Und gleichzeitig können Sie immer wieder auch einen Blick zurückwerfen in die Geschichte, also auch die geschichtlichen Episoden Revue passieren lassen, die ja auch für die Notenbankgeschichte und für unser Notenbankwesen heute prägend waren. Im Bereich Bargeld gibt es unter anderem Banknoten und Münzen zu sehen und auch Fälschungen zu entlarven. Im Buchgeldbereich können die Besucher eine interaktive Bankfiliale besuchen und bekommen hier den bargeldlosen Zahlungsverkehr erklärt. Weiter geht's in den Bereich Geldpolitik. Hier geht es um die Entwicklung und die Bedeutung von Preisstabilität. Im letzten Bereich, Geld global, werden ausländische Währungen betrachtet und ein Einblick in das internationale Finanzsystem gegeben. Und das alles mit der neuesten Technik. Es gibt natürlich auch in der Darstellung, in der Präsentation von Banknoten, von Münzen, von Sachverhalten heute ganz andere mediale Dinge, als das damals zur Verfügung stand. Und insofern sind wir froh und glücklich, heute das modernste Geldmuseum der Welt hier in Frankfurt eröffnen zu können. Die Bundesbank möchte mit dem Museum ökonomische Bildungsarbeit leisten, vor allem auch für die kleinen Besucher. Ich finde es besonders interessant, dass es hier diese Spiele gibt und dass ich jetzt mehr über Geld weiß. Zum Beispiel, früher wusste ich nicht, wie das Geldzeichen in Japan aussieht oder in Dänemark oder in der Slowakei. Und jetzt weiß ich es halt. Ich finde es gut, weil hier sind ganz viele tolle Sachen, die man auch anfassen kann und auch ausprobieren alles kann. Und hier kann man auch was lesen und erfahren. Feierlich eröffnet wurde das Museum von Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Für alle Besucher zugänglich ist es ab dem 17. Dezember. Und obwohl es hier ausschließlich um Geld geht, der Eintritt ist kostenlos.